Hallo ihr Lieben, das hier soll nur so ein ganz kurzes, kleines Labervideo werden zum Thema meine Vorsätze, meine Challenges und was es so vielleicht so für Veränderungen gibt auf diesem Kanal 2019. Und ich dachte mir, ich packe das alles in so ein kleines Labervideo, Vlog, irgendwas Video und gebe euch da einfach kurz Bescheid, dass ihr da auch einfach Bescheid wisst, was die Änderungen zumindest betrifft und dass ihr euch dann einfach nicht wundert. Ich würde aber sagen, wir fangen mit meinen Challenges an und ich sage euch erstmal, wie die Challenges 2018 gelaufen sind. Ich hatte 2018 ja die Reihenabbau-Challenge, 100 Bücher zu lesen und die 18-für-18-Challenge hatte ich angefangen. Und die 18-für-18-Challenge hatte ich mit Sub-Büchern gemacht. Ich habe total gefailt. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Bücher von dieser Liste gelesen. Also da ich bei der 18-für-18-Challenge total gefailt habe, werde ich das auch nicht wieder machen. Ich mache auch keine 19-für-19-Challenge. Weder mit Subbüchern, noch mit neuen Büchern, noch mit irgendwas. Ich will mich nicht irgendwie zwingen müssen, irgendwelche Bücher zu lesen. Das ist einfach nicht meins. Das hat für mich null funktioniert letztes Jahr. Und ja, also die 18-für-18-Challenge habe ich komplett gefailt. Da war ich komplett raus. Was die 100 Bücher auf Goodreads betraf, ich setze mir da immer das Leseziel, 100 Bücher zu lesen im Jahr. Und ich habe 119 Bücher gelesen 2018, was ich für mich immer noch mega viel empfinde. Ich meine, wenn ich da so andere Leute sehe, die so 200, 250, 300 Bücher lesen, wo ich mir denke so, what the fuck, wie machen die Leute das? Was, gehen die nicht arbeiten? Aber die haben dann wahrscheinlich halt wirklich sehr viel Freizeit und lesen halt wirklich den ganzen Tag. Und naja, auf jeden Fall, ich habe 119 Bücher gelesen 2018. Für mich ist das sehr, sehr gut. Auch wenn ich die letzten 2 Jahre davor immer über 130 gekommen bin, habe ich meine Challenge mit 100 Büchern geschafft. Und ich werde jetzt für dieses Jahr mir nur 80 Bücher auf die Liste setzen. Einfach weil ich dieses Jahr alles ein bisschen entspannter angehen möchte. Dazu komme ich dann gleich. Also ich werde 2018 80 Bücher auf meine Goodreads-Liste setzen. Und ja, mal gucken, wie das so läuft und wieso, weshalb, warum, wie gesagt, da komme ich dann gleich nochmal dazu, was meine Vorsätze und Änderungen betrifft. Ansonsten hatte ich ja noch die Reihenabbau-Challenge. Ich weiß jetzt nicht, welches Video zuerst online gehen wird, ob das hier oder das mit den Reihen. Ich habe auf jeden Fall 2018 21 Reihen beendet. 21 Reihen habe ich abgebrochen. Das ist so übel, 21 Reihen habe ich abgebrochen. Also ich habe halt entschieden, diese Reihen nicht mehr weiterzulesen und ich fühle mich auch gut damit. Ich sehe mich nicht gezwungen mehr, diese Reihen unbedingt beenden zu müssen oder irgendwas. Und ja, 21 habe ich auch beendet. Ich stehe aktuell, glaube ich, bei 40 angefangenen Buchreihen. Letztes Jahr waren es 45. Das sind immerhin schon mal 5 weniger. Aber ich habe halt auch dieses Jahr wieder verdammt viele Reihen angefangen. Buchreihen sind halt einfach Fluch und Segen zugleich. Das ist halt einfach so. Und ja, also 40 angefangene Buchreihen habe ich im Moment. Ich gucke, dass ich 2019 jetzt wieder so viel, wie es geht, beenden kann. Insoweit das bei den Reihen natürlich auch möglich ist. Es gibt natürlich viele Reihen, die ich einfach nicht beenden kann, weil die Fortsetzungen noch nicht erschienen sind. Aber bei den anderen versuche ich natürlich wieder dran zu bleiben und zu gucken, wie viele Reihen ich halt beenden kann 2019, dass ich einfach nicht hier den Überblick verliere. Ich sehe das ja oft bei anderen, die haben dann 80, 90, 100 angefangene Buchreihen, wo ich mir so denke, so, ey, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, ne? Also, das ist so mega heftig viel und man muss dann auch in diese Geschichten auch erstmal wieder reinkommen und sich reinfinden und das ist echt, echt übel. Deswegen versuche ich weiterhin jetzt Reihen abzubauen dieses Jahr. Mal gucken, was für Reihen ich vielleicht auch wieder abbreche und nicht weiterlese. Schauen wir einfach mal. Ja, also das ist so der aktuelle Stand, was meine Challenges betrifft. Also wie gesagt, ich werde dieses Jahr wieder die Goodreads-Challenge machen mit 80 Büchern, versuchen weiterhin meine Reihen abzubauen. Und jetzt muss ich mal gucken auf meinem Spickzettel, ob ich mir noch irgendwas anderes aufgeschrieben hatte, aber ich glaube nicht. Also das sind so die 2 Sachen, die ich 2019 weiter verfolgen möchte. Und ja, ich denke, das reicht auch. Ich muss nicht irgendwelche Challenges mehr machen. Ich habe das vor 3 Jahren und vor 4 Jahren so gemacht und für mich funktioniert das mit diesen Challenges auch irgendwie einfach nicht, da ich kein Leser bin, der gezwungenermaßen irgendwie ein Buch lesen möchte. Ich habe das jetzt die letzten 3, 4 Monate gemerkt mit den ganzen Rezi-Exemplaren, wo du wirklich gezwungen warst, diese Bücher zu lesen, einfach weil du auch diese Fristen einhalten musst. Und ich hatte teilweise einfach überhaupt keinen Spaß mehr am Lesen. Ich habe dann halt wirklich nur gelesen, weil ich muss. Was mich jetzt aktuell auf dem Stand auch in eine ziemliche Leseflaute katapultiert hat, das kann ich auch schon mal dazu sagen. Also es hat alles so sein Für und Wider. Ich komme jetzt auch gleich mal zu den Dingen, die ich 2019 so für mich, was das Lesen betrifft, ändern möchte, weil das passt ganz gut. Ich möchte auf jeden Fall weniger Rezi-Exemplare anfragen. Das ist diese Katastrophe hier letztes Jahr zum Ende des Jahres. Das war mir einfach zu heftig. Ich gucke, dass ich
Sachen anfrage, wo ich auch wirklich drauf warte, wo ich drauf hinfiebere, wo ich sage, okay, die Bücher würde ich mir so oder so kaufen, dass ich gucke, dass ich die vielleicht erstmal anfrage, um halt vielleicht auch meine Reihen voll zu kriegen oder halt Liebesromane oder so, aber definitiv nicht mehr so viel. Ich muss halt auch sagen, dass so wie das letztes Jahr jetzt gelaufen ist, die letzten 3 Monate, sowas hatte ich ja vorher noch nie. Ich habe Bücher angefragt und ich habe alles genehmigt bekommen. Und das hatte ich vorher noch nie, dass ich alles genehmigt bekommen habe. Und manche Bücher musst du 6 Monate vorher anfragen, manche 4 Monate, manche 8 Wochen, manche 4 Wochen. Manche fragst du kurz vor knapp an, wenn du eine E-Mail vom Verlag kriegst. Und man verliert durch diese ganze Grützekacke einfach so schnell den Überblick. Ich schreibe mir zwar schon immer alles auf, was ich angefragt habe, aber da du bei vielen Verlagen auch einfach keine Rückmeldung bekommst, ob du das Buch bekommst oder nicht, kannst du halt auch einfach mal nicht planen. Und ja, dadurch ist bei mir dieses Chaos entstanden und das versuche ich jetzt 2019 auf jeden Fall zu meiden und definitiv weniger Rezi-Exemplare anzufragen und halt auch wirklich nur noch das anzufragen, wo ich sage, hey, das will ich unbedingt haben, das will ich unbedingt lesen und nicht mehr, ach ja, das klingt ganz nett, das könntest du dir mal mit angucken. Also das will ich mir auf jeden Fall abgewöhnen mit den Rezi-Exemplaren, dass ich da wirklich auch für mich wieder ein leichteres habe mit dem Lesen. Und wie gesagt, ich sehe ja im Moment, wohin mich das Ganze führt. Ich habe für Thorn, das ist ein Jennifer Armentrout Buch, ich habe für Thorn 14 Tage gebraucht, dieses Buch zu lesen. Ich habe 2 Wochen an diesem Buch gelesen, einfach bei Strecken, weil ich überhaupt keine Lust hatte, ein Buch in die Hand zu nehmen und überhaupt zu lesen. Und das ist so richtig untypisch für mich. Also ich hatte seit 4 Jahren keine einzige Leseflaute und jetzt ist sie da und ich denke mir so, scheiße. Ich habe gestern angefangen, noch so im Laufe des Tages den 3. Teil der Ivy Years zu lesen und das lief ganz gut. Dann bin ich auf Seite 150 und es hat auch Spaß gemacht zu lesen. Also ich hoffe, dass ich jetzt so langsam, nachdem ich jetzt die letzten 14 Tage wirklich wenig gelesen habe, so ein bisschen wieder in meinen Trott reinkomme. Ja, also ein Vorsatz für 2019, weniger Rezi-Exemplare anfragen, vielleicht auch mal mehr den Sub lesen. Das ist halt definitiv auch noch so ein Punkt, Sub abbauen. Ich habe durch meine Ausmistaktion jetzt schon von meinem Sub bestimmt 30 Bücher weniger. Und ich muss dann auch unbedingt die Tage mal durchzählen, wie viel das ist. Ich wollte auch noch ein Video für euch machen, wie der Substand jetzt ist. Aber da habe ich ja gesagt, warte ich meinen Geburtstag und Weihnachten ab und gucke, was da noch so an Büchern kommt. Und ja, wie gesagt, das habe ich jetzt erstmal noch abgewartet. Und wenn ich jetzt Zeit habe, mache ich das auch gleich mal mit dem Substand. Und ja, also das versuche ich 2019 auch auf jeden Fall, meinen Sub abzubauen, endlich mal da voranzukommen. Und ich möchte Ende des Jahres wenigstens 20 Bücher weniger auf meinem Sub haben, das würde mir ja schon reichen, ne? Also man muss ja jetzt nicht sagen, ich will bis zum Ende des Jahres den Sub weg haben. Um Gottes Willen, das will ich ja gar nicht. Ich mag ja meinen Sub. Ich bin ja froh, dass ich eine große Auswahl an Büchern hier habe. Aber so 20 Bücher weniger für dieses Jahr wären schon schön. Dass ich so am Ende des Jahres vielleicht so auf 60 Bücher bin, die ich auf dem Sub habe, das würde mir echt schon reichen. Also da wäre ich wirklich schon happy. Und naja, mal gucken, wie das dieses Jahr so läuft. Dann habe ich mir auch noch vorgenommen, für mich so persönlich mir wieder mehr Zeit zu lassen beim Lesen. Das Lesen wieder mehr zu genießen. Ich habe gerade in den letzten Monaten, wie gesagt, gemerkt, dass ich einfach nur noch lese, 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 lese und diese Geschichten so gar nicht mehr so richtig in mich aufnehmen kann, weil das einfach zu viel war. Und deswegen schraube ich das 2019 alles so ein bisschen zurück. Deswegen nehme ich auch die Goodreads Challenge runter, dass ich einfach sage, ich möchte mich wieder mehr auf die Bücher konzentrieren können. Ich möchte mich mehr wieder auf die Geschichten konzentrieren können. Ich möchte das alles einfach wieder mehr so für mich verinnerlichen können und das mehr genießen können und nicht jetzt einfach so die Bücher nur schnell durchlesen, weil ich es halt muss. Und ja, das ist halt auch noch so ein sehr, sehr wichtiges Ding für mich, dass ich halt für mich einfach sage, ich muss wieder runterkommen und langsamer lesen und das Lesen einfach mehr genießen, dass es für mich halt auch einfach wieder mehr Spaß macht. Weil das ist ja das, warum ich das alles hier eigentlich mache, weil Lesen mir Spaß macht und ich Freude dran habe. Und ich ja Freude dran habe, das mit euch zu teilen. Und das war halt für mich auch in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen schwierig. Deswegen schraube ich das alles 2019 auch ein bisschen zurück. Und jetzt will Milo auf die Couch. Moment. Und hopp hoch mit dir. So. Dann habe ich für mich noch so entschieden, ich möchte für mich mehr verinnerlichen, dass ich nicht jedes Buch, was rauskommt, besitzen muss. Man kommt durch diesen ganzen YouTube-Kram, auch als Zuschauer finde ich schon, ich habe das damals schon gemerkt, wo ich auch nur Zuschauer war, man kommt dadurch auf diesen Trichter, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Und
wenn man dann noch mit YouTube anfängt und Bücher bestellt bei Medimobs, bei Rebuy, ganz einfach, weil sie mega günstig sind, und man dann so eine Masse hier ansammelt an Büchern, die man am Endeffekt gar nicht bewältigen kann, ist das echt uncool. Und ich möchte für mich einfach wieder versuchen zu verinnerlichen, du musst nicht jedes Buch haben, du musst nicht jedes Buch, was rauskommt, lesen, du musst das nicht besitzen, auch wenn es vielleicht richtig gute Bücher sind, du kannst es nicht. Und das ist halt so ein Ding, was so für mich in den letzten Jahren so verloren gegangen ist. Ich war so auf dem Trichter, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Aber nein, verdammt, ich muss es eben nicht haben, weil ich sowieso nicht jedes einzelne Buch lesen kann, was rauskommt. Das geht einfach nicht. Und ja, das versuche ich 2019 wieder so ein bisschen so zu verinnerlichen, so, du musst nicht jedes Buch haben, du kannst nicht jedes Buch haben. Das geht halt einfach nicht. Und ja, das ist so ein Ding, was halt für mich so persönlich so ist. Ich werde wahrscheinlich auch so schnell nichts mehr bei Rebuy und Medimobs bestellen, es sei denn, ich muss mal noch ein paar Reihen voll bekommen oder so. Das habe ich mir halt auch vorgenommen, dass ich da, was das betrifft, definitiv alles runterschraube. Hatte ich ja letztes Jahr schon. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, zweimal bei Medimobs bestellt und das ist für mich völlig in Ordnung. Also das will ich auch beibehalten, dass ich da nicht mehr so Unsummen an Büchern bestelle, weil, wie gesagt, es bringt mir nichts, wenn sie eh hier nur rumliegen und ich sie nicht lesen kann. Dann habe ich ja nichts gekonnt, weil es kommen jedes Jahr so viele tolle neue Bücher raus und dann bleiben die auf ewig hier liegen und ich habe nun mal kein komplettes Haus, was ich mit Büchern vollstopfen kann. Ich habe nur eine kleine 60 Quadratmeter Wohnung. Und ja, es ist halt einfach so. Das versuche ich halt für mich noch so ein bisschen so zu verinnerlichen, dass ich halt einfach nicht jedes Buch besitzen muss und haben kann und dass es auch völlig in Ordnung ist. Und ja, dann habe ich mir für 2019 vorgenommen, einfach auch mal wieder Rereads zu machen. Ich habe in den letzten 3 Jahren nur neue Bücher gelesen und ich habe einfach ältere Bücher nicht nochmal gelesen. Einfach, weil ich aufgrund dieser ganzen neuen Bücher nicht dazu gekommen bin. Und es gibt so viele Geschichten, wo ich sage, ich möchte sie einfach jetzt gerne nochmal lesen, weil ich jetzt einfach aus heutigem Stand gerne nochmal wissen möchte, wie ich diese Geschichte empfinde. Zum Beispiel auch Twilight. Das ist für mich das Paradebeispiel. Ich habe Twilight vor 10 Jahren gelesen, ungefähr, oder 11 Jahren. Wann kamen die Bücher raus? 12 Jahren. Es ist schon ewig her. Und ich habe die damals so gefeiert, die Bücher, und ich habe die so geliebt. Und ich möchte einfach gerne wissen, wie empfinde ich diese Bücher heute? Finde ich die immer noch gut? Finde ich das scheiße? Finde ich das doof? Wie empfinde ich das heutzutage? Und das habe ich mir für 2019 halt auch noch vorgenommen, vielleicht ein Buch im Monat zu rereaden. Ich möchte das jetzt nicht nur noch Rereads lesen, um Gottes Willen, aber vielleicht so ein Buch im Monat oder alle 2 Monate ein Buch, mal gucken, einfach ein Buch halt nochmal lesen, weil es ist halt auch einfach schade drum, die Bücher liegen hier. Und ich möchte sie gern einfach irgendwie nochmal lesen, aber mache es halt einfach nicht. Und das habe ich mir für 2019 halt auch noch so vorgenommen, dass ich für mich halt einfach nochmal alte Geschichten nochmal lese. Wie gesagt, vielleicht ein Buch im Monat oder alle 2 Monate ein Buch, je nachdem ich halt auch Bock drauf habe. Aber das sind halt so Sachen, wie gesagt, da freue ich mich dann jetzt auch drauf. Und das sind die Dinge, die ich so für mich 2019 ändern möchte. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf diesen Kanal. Ich habe ja jetzt schon angefangen, das Format die letzten 2 so ein bisschen einzustampfen. Ich weiß nicht, ob ich das mit diesen Änderungen dann wieder mit reinnehme. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht so weit mir einen Plan gemacht, weil ich mir einfach denke, lass es auf dich zukommen. Aber wenn ich halt weniger Rezensionsexemplare anfrage, würde ich natürlich im Schlussfolgerung dessen auch weniger Buchvorstellungen machen. Und ich weiß halt nicht, ob ihr das wollt, dass ich wirklich zu jedem einzelnen Buch, was ich gelesen habe, eine Buchvorstellung mache oder die letzten 2 oder die letzten 3 oder 4 oder wie viele Bücher auch immer. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil viele gucken ja auch wirklich nur den Lesemonat, wo ich ja sowieso nochmal über jedes Buch spreche. Und ich würde dann halt wirklich die Lesemonate dann entsprechend länger machen. Dass ich halt wirklich sage, ich spreche im Lesemonat ausführlich über die Bücher. Und dann ist der Lesemonat halt eine Dreiviertelstunde lang oder so, dann ist das halt so. Aber ich spreche nicht mehr über jedes einzelne Buch so ausführlich. Ich kann das halt auch wirklich schwer abschätzen, wie ihr das jetzt so empfindet. Wollt ihr das? Braucht ihr das? Sagt ihr, ist überflüssig, wir haben doch den Lesemonat? Oder ja, es ist halt für mich so ein bisschen schwierig, das alles abzuschätzen. Ich habe mir auch für 2019 vorgenommen, mehr Livestreams zu machen, also mehr Hangouts zu machen. Und vielleicht kann man das damit dann auch irgendwie so ein bisschen noch mit verknüpfen. Ich weiß es noch nicht. Aber es bleiben auf jeden Fall die Standardformate. Lesemonat, Neuzugänge, Neuerscheinungen. Die 3 kriegt ihr definitiv jeden Monat von mir, diese Formate. Da ändere ich auch nichts dran, weil das, glaube ich, auch die 3 Formate sind, die ihr auch gerne am meisten gucken tut. Weil das halt einfach so eine Kompaktübersicht ist über alles, so was im Monat passiert ist.
Dann habe ich mir vorgenommen, vielleicht mehr Weekly Readings zu machen im Umkehrschluss, wo ich halt einfach kurz ja auch immer mit den Büchern sprechen kann. Dann seid ihr, was das betrifft, auf dem Laufenden und ich habe nicht mehr diese ganzen vielen Einzelvideos, weil ich habe in den letzten 2 Jahren wirklich jede Woche kontinuierlich, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, immer 3 Videos hochgeladen und das frisst halt auch einfach Zeit. Und ich habe mir jetzt zwar ein neues Schnittprogramm zugelegt, damit das um einiges alles schneller geht, aber es ist halt auch einfach diese Videos drehen und dann muss ich das schneiden und dann muss das hochgeladen werden und alles, das frisst halt auch einfach Zeit. Und ich verbringe wirklich meine Wochenenden teilweise komplett nur mit YouTube, mit drehen, schneiden, hochladen, vorbereiten für die nächste Woche. Und das ist teilweise einfach nicht schön. Und es ist teilweise halt einfach so ein Ding so, du musst das jetzt noch machen und ich habe dann aber eigentlich keine Lust dazu. Und YouTube ist ja mein Hobby und wenn man sich zu seinem Hobby zwingen muss, ist das nicht cool. Deswegen werde ich im Umkehrschluss, ich werde keine festen Upload-Tage mehr haben. Ich werde gucken, dass definitiv sonntags immer so vielleicht ein Video kommt. Aber was dann in der Woche kommt oder ob da was kommt oder nicht, das lasse ich jetzt an dieser Stelle einfach mal offen. Wenn ich was habe, was ich drehen kann, was ich euch mitteilen kann, dann werde ich Videos drehen und das machen. Aber ich möchte da halt einfach für mich auch den Druck rausnehmen, weil ich merke jetzt so nach 4 Jahren YouTube, ich bin jetzt im 5. Jahr YouTube, dass einfach einem irgendwann die Luft ausgeht. Ich habe das jetzt auch schon bei ganz vielen anderen gesehen, die jetzt auch schon überlegen aufzuhören, ganz einfach, weil sie keine Lust mehr haben, weil ihnen einfach so irgendwann die Luft ausgeht. Und ich kann das sowas von nachvollziehen, weil es frisst halt einfach Zeit und so schön wie das alles halt auch ist, aber es ist halt einfach auch deine Freizeit, die dafür komplett drauf geht. Und ich möchte halt für 2019 für mich den ganzen Druck daraus nehmen, um zu sagen, ich mache keine 3 Videos die Woche mehr. Vielleicht mache ich nur 1 Video die Woche, vielleicht mache ich auch nur 2 Videos die Woche. Ich weiß es nicht. Und deswegen auch an dieser Stelle, ich kann euch heute nicht sagen, wie das komplett hier 2019 weitergeht. Ich verspreche euch, es geht weiter. Ich überlege auch nicht, darüber aufzuhören oder so. Da habe ich noch keinen Gedanken daran verschwendet, aber ich möchte für mich halt diesen ganzen Druck rausnehmen, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass ich solche Überlegungen bekomme. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, wir können das nachvollziehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich keine 3 Videos wahrscheinlich die Woche mehr machen. 1 auf jeden Fall. Das denke ich, kriege ich hin, 1 Video die Woche zu machen, zu schneiden, zu drehen, hochzuladen. Das ist auch dann alles ganz entspannt. Aber alles, was dann halt so dazwischen kommt, das kommt oder halt auch nicht. Und ja, wie gesagt, Einzelvideos, denke ich mal, werde ich auch nicht mehr machen. Ich werde wahrscheinlich mehr Weekly Readings für euch machen. Und dass ihr da halt darüber dann immer auf dem Laufenden seid. Ich glaube, ihr guckt die Weekly Readings auch sehr, sehr gerne. Ich werde auch heute noch mit einem Weekly Reading anfangen, denn ich habe hier noch ein Geburtstagsgeschenk, was ich mal auspacken wollte, was gestern ankam. Und da dachte ich mir, ist doch ein guter Start, fürs Weekly Reading ein kleines Unpacking zu drehen. Und eine Sache fällt mir jetzt noch ein, die ich mit euch dringend besprechen muss. Und es tut mir so leid, dass ich inzwischen an diesem Punkt bin, dass ich das sagen muss. Aber es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr jeden Kommentar beantworten. Ich habe das bis jetzt immer gemacht, dass ich wirklich jeden Kommentar, der mir irgendwo angezeigt wurde, den ich gemeldet gekriegt habe, dass ich den beantwortet habe. Es kann natürlich sein, dass Kommentare mal flöten gegangen sind, weil sie mir einfach über YouTube nicht angezeigt werden. Gerade bei älteren Videos habe ich gemerkt, ist das oft der Fall, dass mir die Kommentare da einfach nicht angezeigt werden. Und ich werde aber in Zukunft nicht mehr auf jeden Kommentar antworten können. Gerade nicht Kommentare wie, ja, ich habe das auch gelesen, ich fand das super. Oder also solche Aussagen-Kommentare, sag ich mal, ne? Wo ihr mir jetzt auch nur einfach irgendwas mitteilt. Da habe ich mich jetzt immer was zurückgeschrieben und geantwortet, aber ich packe das einfach nicht mehr. Ich habe den einen Tag 2,5 Stunden für 1 Video Kommentare beantwortet. Und ich habe einfach gedacht, so, das sind 2,5 Stunden. Meine Güte, jetzt hat dir gerade noch einer irgendwo einen Böller geschmissen. Alles gut, mein Schatz. Und das sind halt einfach mal 2,5 Stunden von meinem Leben, die weg sind, die ich damit verbringe, Kommentare zu beantworten. Und das frisst halt einfach so extrem viel Zeit, auch wenn sich das jetzt total beschissen anhört und mir das auch echt total leid tut, dass ich inzwischen an diesem Punkt bin. Aber ich kann nicht mehr jeden Kommentar beantworten, es geht einfach nicht. Die Kommentare, die ich für wichtig finde, die zu beantworten, die werde ich beantworten, da werde ich auch was drauf zurückschreiben, aber ich packe das einfach nicht mehr bei jedem Kommentar. Ja, jeder, der damit jetzt ein Problem hat, es tut mir leid, aber geht mal in euch, Leute, und versucht mal in eurer ganzen Freizeit mit Lesen, Hund, Mann, Familie, Freunde, YouTube-Videos drehen, schneiden, hochladen, Thumbnails machen, keine Ahnung, was noch nicht drum und dran gehört, E-Mails schreiben und hast du nicht gesehen, versucht da dann mal noch 3 Stunden für YouTube-Kommentare reinzupressen. Es ist halt einfach, es macht dann halt auch einfach keinen Spaß, weil wenn du dann mal Zeit hast,
möchtest du diese Zeit ja auch mit Dingen füllen, die du gerne machst. Und dann möchtest du dich nicht hinsetzen und denken so, okay, ich habe 40 Kommentare, die lese ich jetzt und dann beantworte ich die alle. Und da bist du schon so gefrustet von vornherein und das ist echt bescheuert. Und ich weiß, dass ich mich für euch nicht rechtfertigen muss, wieso, weshalb, warum ich Dinge tue oder halt auch nicht tue. Aber ich möchte es euch an dieser Stelle einfach einmal erklärt haben, dass ihr es versteht. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das auch nachvollziehen. Das ist halt wirklich echt ein schwieriges Thema und es tut mir leid, aber ich bin an dem Punkt angekommen. Ich habe jetzt fast 4000 Abonnenten. Das ist so heftig. Das ist einfach mal so heftig. Wir sind hier fast 4000. Was ist hier passiert? Und ich bin einfach jetzt an dem Punkt, wo es nicht mehr geht. Ich kann nicht mehr jeden Kommentar beantworten und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann fragt mich gerne, dann helfe ich auch, soweit ich helfen kann. Das ist absolut kein Thema, aber wie gesagt, so Kommentare, die mehr nur so Aussagen sind, wo ich jetzt nicht zwingend darauf antworten muss, werde ich halt dann auch nicht mehr beantworten. Ich kann ja dieses Herzchen geben, dass ich es gelesen habe und da seht ihr ja, dass ich das vernommen habe. Wie gesagt, wenn halt irgendwas für mich Wichtiges ist, werde ich antworten, aber ich packe das einfach nicht mehr. Und ich hoffe einfach, dass ihr da das Verständnis habt und das versteht, wieso, weshalb, warum das jetzt halt einfach so ist. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet und erzählt und gemacht und ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Lass mich nochmal gucken. Nee, auf meinem Zettel steht jetzt auch nichts mehr weiter, ihr seid jetzt so weit im Bilde über alles. So, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt und gelabert und Palaber gemacht und ich hoffe, dass ich euch das erklären konnte und gut rüberbringen konnte, warum manche Dinge jetzt sich ändern und so sind, wie sie sind. Und ich hoffe einfach, dass ihr da Verständnis für habt und ihr euch da auch hineinversetzen könnt in diese Situation. Und ja, ich möchte ja nicht irgendwann hier gänzlich von der Bildfläche verschwinden, weil ich einfach mal keine Lust mehr habe, weil mir das alles zu viel wird. Das möchte ich ja eben vermeiden und deswegen nehmen wir jetzt einfach erstmal den Druck raus und wenn dann ein Video kommt, dann freut ihr euch wahrscheinlich mehr, als wenn ihr denkt, hey, Video Nummer 6 in dieser Woche, juppie. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das tut uns allen ganz gut, wenn ich euch auch nicht mit dem ganzen Mist so zuspamme. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.